Hey Leute, willkommen zu einer Runde Skywars und diesmal habe ich wieder ein Thema dabei und wir gehen einfach mehr auch in die Mitte. Alles klar? Sein Ernst? Kannst nicht meine Waffe machen? Wir gehen einfach mal zurück. So, und auf jeden Fall habe ich wieder ein Thema mit dabei. Und zwar wurde ich schon oft angefragt, ob ich nicht mal Facecam machen könnte und sag nicht da oben. Einer. Oh nein. Sein Ernst? Toll. Was ist das hier jetzt schon wieder für eine Runde? Hä? Sein Ernst? Als ob es sein Ernst ist. Als ob der Typ so kacke ist. Hä, ich habe halt nicht mehr wirklich Blöcke. Okay, der Typ sollte da eigentlich sterben. Ups. Ja, wie gesagt. Okay, der Typ ist doch nicht gestorben. So. Ja. Was ist das hier für ein Anfang? Auf jeden Fall habe ich ein Thema anzusprechen. Und zwar, ich habe schon viele gefragt, ob ich nicht mehr Facecam machen könnte. Und das so eine Workbench und alles. Ich brauche eigentlich gar nichts machen. Alles klar. So. Okay, der Typ ist jetzt da unten. Und ja. Eigentlich, ich hatte das schon mal vor zu machen, also Facecam, weil ich habe zwar eine Facecam, aber irgendwie habe ich das dann doch nie gemacht, weil ich mich irgendwie unwohl dabei fühle und das ist richtig komisch einfach Facecam zu machen und ich weiß nicht, irgendwie finde ich bei mir Facecam nicht so cool und ich zeige mich sowieso nicht so gerne im Internet, klar, jetzt kommen ja welche Leute an. Irgendwelche Leute an mit, ja, du hast ja auch Bilder von dir auf Instagram und so, aber weiß ich, das ist halt was anderes, weil da weiß man halt direkt so, wie man da guckt und alles, weil, weiß nicht, ich habe auch keine Lust auf irgendwelche Memes oder so. Grüße gehen raus an Firegoden, der macht es ja auch richtig oft bei Mary, beziehungsweise am Anfang hat er es oft gemacht. Oh mein Gott, war das knapp. Auf jeden Fall hat Firegoden das ja auch oft am Anfang bei Mary gemacht. Und ich weiß nicht, ich mag sowas nicht. Ich bin mit dem alleine, merke ich gerade. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach richtig komisch, Facecam zu machen. Und momentan denke ich mir so, dass ich das nicht machen möchte. Ich weiß nicht, kann sein, dass ich das schon in, keine Ahnung, nächster Woche, ein paar Tagen einfach schon doch wieder ändert die Meinung. Aber momentan will ich halt einfach keine Facecam machen, weil ich es einfach nicht wirklich mag. Und ich habe keine Ahnung, was der Typ da jetzt vorhat. Er baut sich da richtig vorsichtig hin. Alles klar. Als ob der Typ jetzt so gestorben ist. Alles klar, auf jeden Fall sehen wir uns gleich in der weiteren Runde wieder. Alles klar. Und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Runde. Diesmal auf der Map Skyland. Und ja, ich habe das Thema irgendwie nicht so gut angesprochen in der ersten Runde gerade. Auf jeden Fall fühle ich mich irgendwie nicht bereit für Facecam, wenn man das so sagen kann. Weil irgendwie finde ich, dass man da echt Selbstbewusstsein für haben muss. Und irgendwie so für Facecam habe ich das nicht so wirklich. Und ja, wenn ihr halt wissen wollt, wie ich aussehe, dann schaut einfach am besten auf Instagram vorbei, da sehe ich einfach Kasem Sara und finde sowieso auch auf Bildern, sieht man einfach auch immer total anders aus. Das ist bei mir auch der Fall. Was hat der Typ da gemacht? Hä? Alles klar. Ja, gut. Ja, irgendwie, ja, wie gesagt, finde ich halt, dass man auf Bildern auch irgendwie immer anders aussieht. Zumindest bei mir richtig der Fall. Ich sehe irgendwie auf jedem Bild anders aus und das sagen auch viele und ja, weiß ich auf jeden Fall auch, müsst ihr mir nicht immer sagen. Und der Typ hat extrem gute Sachen. Ah, kommt auch schon der nächste. Ist der Typ dumm? Was macht der da? Ich glaube, der Typ ist ein bisschen dumm. So, also auf jeden Fall braucht ihr halt nicht mehr immer in die Kommentare schreiben, so ja, wann kommt der endlich Facecam und so. Momentan bin ich nicht bereit dazu. Das klingt richtig dumm. Aber ja, ihr versteht schon, wie ich das meine, weil ist halt irgendwie für mich voll die Überwindung, würde ich halt Facecam machen. Und ja, das ist eigentlich so mein
Statement dazu, wenn man das Statement nennen kann. Und wir machen uns erstmal schnell noch ein Eisenschwert, weil wir keine Dias haben. So, vielleicht leben dann noch 6 Spieler. Okay, da oben ist einer. Eigentlich ist halt wirklich nur der Grund, dass ich halt zu wenig Selbstbewusstsein habe für Facecam und Moment. Nein, ist es mein Ernst? Ich bin so dumm, anstatt dass ich noch Enderperlen benutze. Wir sehen uns gleich in einer weiteren Runde wieder. Alles klar. Und das war schon der letzten Runde. So, was ich gerade sagen wollte, wie gesagt, ist der Grund, warum ich eigentlich keine Facecam mache, dass ich einfach für Facecam nicht so viel Selbstbewusstsein habe und mich halt generell nicht so gerne im Internet zeige. Dann kam auch noch dazu, dass meine Real-Life-Leute halt einfach niemand so weiß, dass ich YouTube mache. Stellen wir uns jetzt mal vor, wirklich jemand aus meiner Schule guckt so meine Videos und da wird das halt erst recht rauskommen, dass ich das halt bin. Und ich halt einfach keine Lust auf irgendwelche Memes und ja, das ist eigentlich so der Grund. Also eher gesagt, die Gründe, die mir jetzt gerade so spontan einfallen, weil ich nehme das Video gerade echt spontan auf. Und ich bin auch gerade wieder erst am PC. Ist da einer? Ich weiß es gerade nicht. Ach, wir bauen es einfach erstmal zu dem links von uns. Auf jeden Fall kennt ihr jetzt ja die Gründe und weiß nicht, wenn ihr selber YouTube macht oder vielleicht wenn ihr es auch nicht macht, könnt ihr das eher nachvollziehen, dass ich das nicht wirklich gerne mache. Lol. Okay, ich dachte erst, wir fallen noch runter, aber zum Glück doch nicht. Und wie es aussieht, ist da niemand so weit. Aber da sind 2. Okay, ja, wir nehmen einfach mal meinen Weg. Also, so. Haben wir Essen? Ja, haben wir. Okay. Da war jetzt richtig scheiß Rüstung. Fällt mir gerade auf. Toller Typ ist schon auf unserer Insel. Okay, ich will jetzt. Mich interessiert jetzt, was er vorhat. Hä, lege ich oder? Als ob. Als ob ich so kacke bin. Naja, auf jeden Fall, Leute. Kennt ihr jetzt die Gründe? Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und das Thema war echt ein bisschen komisch angesprochen. Ein bisschen durcheinander. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wie gesagt, ich würde mich gern über 369 Likes freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.